Dann geht's jetzt zum Dung Defender. Die Sache ist, den Dung Defender wirklich mit Magie kann ich mir eigentlich so spontan nicht unbedingt vorstellen. Also wenn er halt das gleiche Moveset hatte wie damals. Klar, du kannst ihn, glaube ich, mit dem Dive auf den Boden holen, wie ich mittlerweile weiß. Aber nicht ich in der Traumversion. Oh, okay. Aber ich glaube nicht, dass der Shriek mir so viel nützen würde, weil wenn er durch die Luft jumpt, ich werde ja auch getroffen. Ich bin ja nicht unverwundbar. Deswegen, wenn er quasi von oben auf mich runterfällt, nützt mir der Shriek, glaube ich, auch nicht so viel. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den unbedingt mitnehmen möchte dafür. Die Frage ist, was würde sich potenziell nochmal lohnen? Robuster Panzer wäre eine Möglichkeit, wenn der vielleicht viel rumjumpt. Vielleicht auch ein bisschen Seele, um hier und dort vielleicht mal was zu schießen oder sich halt zu heilen, wenn er es erlaubt. Gut, mehr Herzen sind sowieso immer eine Möglichkeit. Und ansonsten können wir natürlich auch die Spinnies mitnehmen oder irgendwas, was ihm halt sonst noch so Schaden macht. Das ist jetzt die Frage, was Sinn machen würde. Die Spinnies bringen mir Seele. Richtig? Mhm. Mehr nicht. Aber nur, wenn du es mit dem Larvenlied kombinierst. Ja gut, das würde ja auch genau reinpassen. Was machen die denn? Machen Schaden. Ach, und die machen auch Mini... 3 Schaden waren es, oder? Irgendwie sowas, ja. Also nicht viel. Alternativ gibt es diese hier, die machen Schaden. Die machen, glaube ich, 9. Aber nur in Kombination mit irgendwas, ne? Von sich aus 9, aber die brauchen halt Seele, damit die überhaupt entstehen können. Ah, also ist die Kombination aus Weberlied und Dings natürlich gut, aber alleine eher nicht. Gut, wir haben auch das Grimmkind. Wie viel Schaden macht das Grimmkind? 8, glaube ich. Das würde keine Seele brauchen. Nö. Das ist halt die Frage, was ist bei dem Kampf... Aber das ist nicht so treffsicher. Das stimmt. Was ist bei dem Kampf wichtiger? Mehr Herzen mitzunehmen? Mehr Unverwundbarkeitsframes? Oder vielleicht irgendwas, was mir regelmäßig Seele wieder gibt? Um mich zu heilen oder vielleicht auch mal einen Schuss abzusetzen? Ich komme in den Kampf rein und entscheide dann. Problem ist, die nächste Bank ist natürlich immer so ein Stückchen entfernt. Ach, das geht. Nehmen wir jetzt erstmal meine Spinnies mit. Dass ich das mal sagen werde. Einfach, Station, ne? Des Königs. Einfach mal ausprobieren. Also es gibt einige Sachen, die gut funktionieren könnten, ne? Wie gesagt, einfach mehr Energie, weil mehr Energie ist halt eigentlich immer gut, für mich zumindest. Dann natürlich mehr Unverwundbarkeit ist auch immer ganz nett. Hätte ich jetzt noch die unzerbrechliche Stärke, wäre das natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber die habe ich halt nicht. Was hattest du jetzt gesagt? Station des Königs. Mhm. Weil je nachdem, wie oft er mich trifft, könnte Unverwundbarkeit gut passen. Oder halt, wie gesagt, mehr Magie und Seele und Minions irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag das einfach, wenn andere Leute die Arbeit für mich machen. Spoken like a true slave driver. Es ist einfach praktisch. Slave driver vor allem? Also als wäre das der Chauffeur der Sklaven oder was? Wohin? Geh mal aus dem Raum ganz oben links raus. Ja. Dinglish man. Ja. Und jetzt kletter mal die Wand ganz hoch. Hier vorne, so gut es geht. Moment. Und mach dann einen Crystal Dash zur Seite, um einfach schnell über durch diesen Raum zu kommen. Hast du da oben nicht dran? Ich versuch's. Ansonsten einfach an der Kante, so weit oben wie es geht. Und dann einmal ganz auf die andere Seite rüber. Also skippst du einfach unten alles. Boah, richtig. Yo, an den K- Jetzt einmal runter. Der Stachel! Links runter. Und dann halte ich an der linken Wand und gehe in die erste Öffnung rein. War das die erste Öffnung? Yes. Okay. Sie sind angekommen. Cool. Wo ist jetzt meine Bank gewesen? Beim Station des Königs? Ja. Wo ist mein Dung Defender? Der schläft in einem geheimen Raum. Oh, okay. Irgendwo im Boden. Irgendwo kannst du den Boden kaputt machen. Er wackelt aber nirgendwo. Weiter rechts. Ach, links, rechts, ne? Mach mal das Ding kaputt. Das hier? Ja.
Ich hatte gewartet, dass vielleicht irgendwo was wackelt, ne? Bin ich jetzt... Will ich wissen, aus was die Wände hier bestehen? Da ist der Dunkelverteidiger. Da bin ich runtergefallen. Oh. Okay. Ist das hier wirklich alles Kot? Okay. Übrigens, die ganzen Statuen haben sogar eine Bedeutung. Echt? Kennst du vielleicht den... oder erkennst du den einen oder anderen davon? Ich weiß nicht. Die sieht aus wie er selber. Mhm. Tatsächlich. Den ganz linken könntest du vielleicht auch sogar erkennen. Ich weiß nicht. Ist er quasi ein Ritter vom König gewesen? Hat er vielleicht einfach so König und so nachgebaut? Der König ist ganz rechts gewesen, aber du hast Königsidol witzigerweise gefunden. Ach so, ja, stimmt. Ja. Mit seiner Krone. Die anderen fünf sind die fünf großen Ritter von ihm. Von dem König halt. Und meinst du, dieser Stiel hier auch? Weil hier sind ja nur vier. Fünf. Welcher ist der fünfte? Zwei davon hast du sogar lebend getroffen. Zwei von denen tot und einen zumindest die Rüstung. Das Problem ist, ich sehe halt nur vier und einen Knüppel hier. Denk mal an die Dame mit der Blumenquest. Die war auch nur so ein Stiel. Ach so, das soll also wirklich jemand hier sein. Ja. Okay. Ich dachte, der Kopf ist abgefallen oder so. Nee, die sah ja echt so aus. Also das sind, wie gesagt, die fünf Ritter. Da hast einmal hier den Dung Defender, der, glaube ich, Ogrim heißt. Ja. Dann hast du da, glaube ich, Isma. Ja. Von der du Ismas Träne hast. Ja. Name vergessen, das ist die Königin beschützt hat und vor ihrem Haus gestorben ist. Ja. Dann einmal die Blumenquest gegeben hat. Mhm. Und der Typ, dessen Rüstung geklaut wurde. Der falsche Ritter. Der falsche Ritter. Das ist ja nur die Rüstung von ihm, die dieser Wurm hat. Wie cool. Und das sind eben halt die fünf Ritter des Königs gewesen. Aber der Dunkelverteidiger ist als DLC dazu gekommen. Also der White Defender, ja. Seine Traumversion. Das finde ich echt cool, dass sie ihm nochmal eine Traumversion gegeben haben. Weil er ist zwar irgendwie so ein Spaßboss in Anführungszeichen, aber er ist ja schon ernstzunehmend auf jeden Fall. Und ich finde das voll cool, dass sie nochmal eine Traumversion von ihm gemacht haben. Und im Traum, wenn du nachher vielleicht mal Zeit hast, auf den Hintergrund zu achten, siehst du die Silhouetten der vier plus dem König. Wie cool. Mal gucken. Also der war damals echt cool, deswegen habe ich die Hoffnung... Ach, guck mal, der weiße Palast, bitte ohne Pizzaschneider. Deswegen habe ich die Hoffnung, hier ist der richtige Weg, dass der echt Spaß machen wird zu lernen. Das ist da. Interessant. Drea ist die vor der weißen Königin gestorben ist. Zemea, die mit der Blume. Und Hegemol, der mit der Rüstung. Ah. Und wie gesagt, Ogrim ist er selbst und er wollte was von Isma. Oh, okay. Und der hat sie deswegen auch beschützt. Also wo Ismas Träne ist, kommst du normalerweise nicht hin, wenn du nicht vorher ihn besiegst, um den Schalter hinter ihm auszuschalten. Oh. Das ist interessant, wie viel Lore da eigentlich hintersteckt, für die man sich nicht interessieren muss. Dann kann man das Spiel einfach spielen. Oder die man eben mitnehmen kann. So. Sogar. Ah ja, stimmt. Den falschen Ritter kennt man echt gut. Den König auch so ein bisschen auf seinem Thron, da mit seiner Krone. Ja. Isma sieht aus, als hätte sie so ein Röckchen an. Links oder rechts? Die da. Rechts. Ja. Ja. Zemea, gut, hier mit einer etwas imposanteren Krone. Das ist richtig cool. Und daneben cool. Halt Drea, die halt die Königin beschützt hat. Gibt's eigentlich auch eine Lore, warum wir hier in Scheiße kämpfen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Vielleicht hat er einfach Langeweile gehabt und hat sie gerne mit Scheiße gespielt. Könnte ich sein. Ui. Der weiße Verteidiger. Ist übrigens auch ein bisschen auf Speed. Ja. Dabba. Aua. Aua. Gerade wie so wie Dubaka. Wie nett von ihm, einfach genau vor dir stehen zu bleiben. Ja. Oh, der geht auch immer um ihn herum. Also heilen ist auch eher so eine Kunst bei dem Kampf. Das klingt ja immer wie Dubaka. Ja, heilen ist eine Kunst bei dem Kampf. Ja, du kannst ihn zurück... Oh, das ging jetzt weiter, als ich gedacht hätte.
Die Mal davor ging das nicht so weit. Ah, der ist voll cool. Aber definitiv ein bisschen flotter als vorher. Ich weiß halt nicht... Ich glaube, der hat mehr HP als alle anderen Boss, die du bisher hattest. Okay. Das ist halt so die Frage. Jetzt, wo ich mir angeguckt habe. Also mehr Leben, klar, kann sowieso nicht schaden. Mehr Unverwundbarkeit? Oh, je nachdem, wie oft ich mich treffen lasse. Magie? Na, ich glaube eher nicht. Grimmkind wird da garantiert nichts treffen. Aber eigentlich, wie gesagt, war der ganz cool. Du kannst ihn zumindest ein paar Mal treffen. Geil wäre natürlich, wenn man mehr Angriff hätte. Um ihn halt nicht ganz so oft treffen zu müssen. Das geht ganz schön weit, wenn er diesen Dive nach innen macht. Oh, ich sollte nicht in das Stück Gehacktes rein. Wobei der einzige Boss, der mehr HP hat, ist Radiance. Hat gesehen. Yay. Ja, das geht übers ganze Feld. Ich glaube, ich nehme halt mehr Schaden davon, dass ich ihn berühre, als von seinen ganzen Geschossen. Ich glaube, was ich mir da so ein bisschen merken sollte, ist die Tatsache, dass ich einen Langnagel habe und deswegen nicht in ihm drinstehen muss. Meinst du? Ja. Sobald ich ihn in dieser Hüpfburg-Phase treffe... Meine Fresse, ist der flott unterwegs. Macht er seinen lustigen Dive. Ich bekomme so viel Energie zurück von denen, dass ich mir vielleicht echt angewöhnen sollte, mal mehr Magie anzuwenden. Huch! Und dass er zwischendurch rauskommt. Nein! Spring doch nicht in mich rein. Gott. Musik ist echt super. Ja. Vor allem mit seinen Geräuschen einfach. Das stimmt. Bin gerade so ein bisschen ruhig, das tut mir leid, aber... Ich kann gerne einfach für dich weiterreden. Ich werde mit Fleischbällchen geworfen. Schön, dass während du dich nicht bewegen konntest, deine Spinnis die einfach weitermachen konnten und ihm die ganze Zeit noch Seele abgesaugt haben. Was passiert hier gerade? Kommt ein bisschen schneller raus. Ja. Ein Spelch. Die Fleischbällchen. Ey! Natürlich genau da, wo ich stand. Könnten Sie freundlicherweise
nicht da, wo ich gerade stehe, mich nerven. Natürlich immer da. Nein! Wo ich gerade stehe. Nice. Ui. Second try. Ich bleib dabei. Der Dung Defender ist scheinbar leider mein Spirit-Animal, deswegen klappt der immer so gut. Deswegen liebst du mich. Ja! Weil ich auch immer noch so scheiße bin. Oh nein, er ist traurig. Ich hab ihn traurig gemacht. No. Freunde, ich werde unser geliebtes Königreich beschützen. Glaubt an mich, wenn das euer Wunsch ist. Meine Freunde, wir werden alle zusammen sein. Oh, ich mag den Dung Defender, das ist voll der coole Charakter. Ich könnte übrigens nochmal gegen ihn kämpfen. Der wird wie Zote mit jedem Mal immer stärker. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. Nee, aber ich finde, wie gesagt, der Dung Defender ist voll cool, der hat richtig Humor. Der hat ein richtig cooles Moveset, was einfach Spaß macht zu lernen. Der hat geile Musik, der hat eine tragische Backstory irgendwie und ist auch ein bisschen tiefgründiger als gedacht. Und scheinbar, beim ersten Mal habe ich ihn gefirst-tried, jetzt habe ich... Second try. Echt? Ich meine, das war der zweite Versuch, oder nicht? Guck mal, das ist nur, weil du mir immer deine Kacke-Energie gibst. Deswegen hat das so gut funktioniert. Deswegen bist du immun gegen Charaktere, die Kacke benutzen. Ja. Ich habe an dem Boss 2 Stunden gesessen. Diesen Kommentar drucke ich mir jetzt aus und packe ihn mir an die Wand als größtes Achievement meines Lebens. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie, keine Ahnung, ob mir das... Ist seltsam zu sagen, dass mir das liegt, wenn ich mit Kacke beworfen werde? Also ich weiß auch, dass Jan... Ich habe nämlich im letzten Stream, noch bevor ich zur Zote gegangen bin, gesagt, ich mache den... Dung Defender als nächstes. Und da hat Jan mir noch gesagt, in der Pause, der hat die meiste KP von allen Traumbossen und ist bockschwer. Und deswegen habe ich ihn jetzt bis ans Ende geschoben. Aus diesem Grund. Deswegen kann ich schon verstehen. Es geht wohl einigen Leuten so. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Aber ich fand, er war auch echt nett mit dem Heilfenster. Gerade weil ich so viel Seele zurückbekommen habe. Mhm. Tschüss. Eine kleine Funfact bei seinem Kampfwissen. Ja. Du kannst, wenn er in seine Kugelform geht und durch den Raum hüpft, ja, ihn komplett damit besiegen, bevor er wieder in den Boden geht. Weil er darf... Also er geht halt erst in den Boden, sobald er 3-mal den Boden berührt hat. Wenn du ihn so lange jonglieren kannst, dass er nicht mehr den Boden berührt, ja, kannst du ihn damit quasi komplett finishen. Krass. Und ich habe noch einen anderen Funfact gerade rausgefunden. Unzerbrechliche Stärke zerbricht nicht, wenn du bei Traumbossen stirbst, weil du nicht stirbst. Zerbrechliche Stärke, meinst du? Meine ich ja, die zerbrechliche Stärke. Oh. Oder fragile Stärke. Interessant. Die zerbricht halt nur, wenn du richtig im Spiel stirbst, nicht bei Traumbossen. Aber der war echt cool, der hat echt Spaß gemacht. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass er jetzt so schnell ging. Geil, finde ich gut. Und er hat sehr viel mehr Spaß gemacht als der davor. Das war richtig, ich liebe den Dung Defender. Das ist einfach mein Spirit Animal scheinbar. Mein Spirit Bug. Ich glaube auch. Aber die Spinnen waren echt praktisch, weil du konntest dich ziemlich gut heilen bei dem. Gerade wenn er dich mit seinen Fleischklößchen beworfen hat. Du hattest schon Zeit, dich zu heilen, weil die dich auf Anhieb eigentlich nie getroffen haben. So. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Also wir haben prinzipiell das gemacht, was ich heute eigentlich im Stream machen wollte. Nämlich die beiden Bosse. Wir haben jetzt noch das Pantheon offen und Nightmare King Grimm. Allerdings wollte ich Grimm ganz zum Schluss machen, so als mein persönliches Abschluss-Ding. Mhm. Ne? Also quasi als Ende des Projektes mich dann wirklich an Grimm versuchen. Ne? Das war eigentlich so mein Plan. Deswegen würde ich ja schon fast sagen, dass wir jetzt erstmal das Pantheon freischalten. Mhm. Da kann ich dann noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn wir dort sind. Aber Grimm würde ich halt schon echt gerne zum Schluss machen. Mhm. Ich nehme jetzt auch erstmal, da ist bestimmt eine Bank, oder? Im Pantheon selbst, ja. Ja, dann nehme ich nämlich erstmal wieder meinen Kompass. Du könntest mal zur Seherin gehen, weil du jetzt über 2400 Essenz hast. Kann ich auch machen. Dann schalten wir jetzt erstmal das Pantheon frei. Ich meine, ich weiß, wo das Pantheon ist. Weil ich habe mich immer gefragt, bei Jans Spielstand im Titlescreen, warum zur Hölle er sein Spiel gerade auf der Mülldeponie beendet hat. Das habe ich nie verstanden und mir gedacht, warum? Warum? Warum nicht in Mistmund? Ja. Mittlerweile weiß ich, warum. Warum er da auf der Müllhalde rumsteht.
Deswegen machen wir erstmal das Pantheon, also dass es zumindest freigeschaltet ist. Und dann gucken wir mal weiter. Also waren wir heute schon sehr viel erfolgreicher, als ich eigentlich gedacht hätte mit den beiden Bossen. Weil ich dachte eigentlich, okay, das ist so mein Plan für heute. Weil meine Ansprüche sind einfach seit Radiance in Anführungszeichen runtergefahren. Dass ich mir immer denke, wenn ich einen Boss pro Stream schaffe, bin ich immer noch gut dabei. Du warst schon mal auf der Müllhalde, ne? Ja. Okay, dann kannst du den Shortcut nehmen. So. Aber ein anderes Licht erschien in unserer Welt. Ein Würm, der die Form eines Königs annahm. Wie wankelwütig meine Ahnen gewesen sein müssen. Sie verließen das Licht, das sie hervorgebracht hatten, kehrten ihm den Rücken und vergaßen es sogar. Und so entstand dieses Königreich aus diesem Verrat. Aber die Erinnerungen an dieses uralte Licht bestanden fort, als ein Flüstern des Glaubens, bis ganz Heilandsnest anfing, von diesem vergessenen Licht zu träumen. Triggert. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Und ich bin nun fertig. Der Träger ist endlich erschienen und ich habe die Erinnerungen meines Stammes lange genug getragen. Es ist an der Zeit, dass auch wir vergessen werden. Erinnere dich nicht an uns, Träger. Ehre uns nicht. Wir verdienen es nicht. Es tut mir leid. Licht. Vergessenes Licht. Ich erinnere mich an dich. Oh, ich erinnere mich auch an das vergessene Licht, aka Radiance. Gott, kannst du mir glauben? Ich würde jetzt nur einfach behaupten, sie hat ihre Bestimmung damit quasi erfüllt. Ja gut, den Schmied habe ich ja am Leben gelassen. Unter dem Kickstarter-Raum war ich schon drin. Da hat Jan mich durchgeleitet. Ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ist ja auch schon krass, wie lange wir quasi schon an dem Projekt sitzen. Sagalon, Dankeschön für 13 Monate Treue. Immer noch auf Tier 3. Super lieb von dir. So, wo muss ich hin? Station des Königs. Kommt mir so bekannt vor. Nee, Moment. Lagerräume, sorry. Verwechselt. Okay. Beides in dem Stream, der mir noch fehlt. Ja, dann weißt du schon, was auf dich zukommt. Hier? Mhm. Aber ich muss halt echt sagen, ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich möchte die DLCs alle versuchen. Und was ich nicht schaffe, das mache ich halt einfach nicht. Und nach meinen allerersten Radiance-Versuchen dachte ich mir auch so, okay, wahrscheinlich eher weniger von den DLCs. Runter. Weil ich davon ausging, dass sie halt alle nochmal schwieriger sind. Aber jetzt, wo ich den Großteil davon gemacht habe, das klingt jetzt voll seltsam. Wohin jetzt? Links, runter. Ah, weil den Raum unten links verlassen. Wir ja schon auch teilweise ein bisschen kämpfen mussten, logisch. Aber ich, die DLCs sind nicht so hart. Achtung, Staffeln gleich. Unter dir. Ah, da. Mhm. Die DLCs sind nicht so unmöglich, wie ich gedacht hätte. Also ja, die sind schwer. Logisch. Schwerer als Raum weiter runter verlassen. Viele, viele andere Bosse im Spiel. Ich würde sogar behaupten, die meisten nach unten. Ja, irgendwie rechts rum, glaube ich. Ich würde behaupten, die meisten Hollow Knight-Bosse sind halt schon darauf ausgelegt, dass du halt ein bisschen Zeit mitbringen musst, um die zu lernen. Und die DLC-Bosse sind halt für mich genauso. Du musst dich da halt einfach reinknien. Du kannst halt nicht erwarten, alles zu first tryen. Ne? Du musst erstmal gucken, was die so drauf haben und das Ganze eigentlich erstmal lernen. Nur ich hatte halt echt nach meinen ersten Radiance-Erfahrungen schon damit gerechnet, dass die DLC-Bosse halt noch schwerer werden. Und ich die vielleicht teilweise auch einfach runter. Das ist eh gerade nur ein Weg, von daher. Ja, gut. Dass ich die teilweise einfach gar nicht schaffe und mir dann sage, okay, dann halt nicht. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass wir bis dato eigentlich auch Grimm, ne, und so weiter alles halbwegs hingekriegt haben. Jetzt gerade auch die Bosse heute, ne, gingen eigentlich. Ich glaube aber auch, ich weiß, Eigenlob stinkt immer, aber ich glaube, es ist halt wirklich so. Runter? Immer weiter runter. Dass ich mich durch mein ganzes Hollow Knight Training, was ich für den Endboss gemacht habe, nach meinen ersten verzweifelten Versuchen, dass mir das unglaublich viel für alles andere gebracht hat. Ich hätte eigentlich gedacht, okay, den Hollow Knight kann ich jetzt im Schlaf. Ne? Einfach runterfallen und am besten nicht auf den Fahrstuhl gleich. Der ist nämlich ziemlich weit unten. Okay. Und dann links. Mhm. Nee, also ich dachte halt echt, okay, ich habe den Hollow Knight halt wirklich extrem trainiert und den kann ich jetzt, aber bei allem anderen starte ich halt wieder bei Null. Aber ich glaube wirklich, dass mir das Training mit dem Hollow Knight auch für alles andere geholfen hat. Einfach so ein bisschen ausweichen und generell ein Gefühl dafür kriegen. Was ich unglaublich interessant finde, hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Also ich hatte auch jetzt bei dem Seelentyrann noch gar nicht das Gefühl, dass ich wirklich eingespielt bin. Weil das dauert bei mir halt meistens immer so halbe Stündchen, Stündchen, wenn ich etwas länger nicht gespielt habe, bis ich halt wirklich wieder so, ne, das richtig fühle. Und es hat halt trotzdem funktioniert. Also irgendwie hat das, glaube ich, hallo Pilzöde. Einfach dem Weg folgen jetzt. Müsste, glaube ich, jetzt einfach Einbahnstraße sein. Oh. Einbahnstraße unten? Mhm. Okay. Also es ist faszinierend, wenn man wirklich mal sich dahinter klemmt und ein paar Bosse übt, wie viel einem das auch insgesamt an Sicherheit gibt. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Aber wir haben ja noch ein paar Herausforderungen vor uns. Jetzt mal runterfallen. Ach so, okay. Ah. Ja, ich war schon ewig nicht mehr hier. Mhm. So, und hier war ja immer so ein Sarkophag, ne? Genau, den hast du ja geöffnet. Ja. Und da kam das Ding raus. Aber jetzt erst nach dem Endboss, oder? Nö, das kam auch vorher raus. Du bist nur halt vor dem Traumnagel hergekommen. Ach so. Deswegen wusstest du nicht, dass du mit dem Ding was machen kannst. I see.